Matt sieht auf dem Bild. Keine. Hey, wo kommst du jetzt her? Oh nein. Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja. Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit. Glaube ich nicht, Kumpel. Ach, nee? Nee, ich war hier immer willkommen. Das ist schwer vorstellbar. Warum hassen sie mich denn so? Ich sehe das an deinen Augen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich verachte dich. Und das wird sich auch nicht ändern. Okay. Warum bin ich festgenommen? Weil's mir Spaß macht. Reicht. Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht ver... Natürlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Im Prozedere ausgegangen. Scheiße, Alter! Wer zum Geier bist du? Und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kaspar. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust? Ja? Oder bist dir wieder was ein? Was? Wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein... Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballon-Typen umgelegt. Was? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Ich? Stimmt ja, hast voll abgeschnitten. Tja, wie auch... Der Typ hat eine Beine und sein Hirn hat nicht mehr genug... Shit. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und... Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt. Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schweden. Das sollte wohl eine Sammelbörse. Aber nach. Also, so, mein. Wir brauchen eine Kunst. Wir reden. Seid ihr die Einzigen? Nee. Ja. Es, ja. Mal echt. Und. Man kann ja sagen. Wenn der Eigentümer nicht will, dann. Aus dem. Ja. Ich glaube. Mit denen reden. Ich beklau doch keinen Korb. Es wird nicht so stark. Probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht. Kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich es nicht mehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und Strike! Shit! Warte, muss nur erst warm werden. Mit denen reden. Lieber. Mit denen reden bringt. Ich beklau doch einen Taser. Mit denen okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Oh, fuck! Ich dachte... Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen.
Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht, der ist schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, machen wir. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. Ach, was soll das Gekicher? Junge, du bist nicht ganz auf. Ja. Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch da... Halt die Schnauze, Ted. Ich war zweiter Junior State Champ. Ja. Hey, nicht schwätzen. Leg los. Ach, wie ich diesen Kleinen liebe. Was habe ich gesagt? Was? Ich habe dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Weiß ich doch, Mann. Und danke dafür. High five. Ich hab nur ein... Kann ich die Kamera noch einsammeln? Kann ich nicht mehr zurück. Daran sollte ich... Eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort komm. Schau dir doch. Warum? Hey, endlich. Der war wohl vor einer Weile mal. Super. Er hat den härtigsten Revolver auf Erden gekauft. Den Magnum-Matic. Ja. Er wollte Randall Hicks. Und so etwas. Aber. Hat er gesagt. Tja. Vielleicht. Hallo, Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich habe hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als... Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich... Sollen wir zu Claytons ein paar Biere zischen? Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt. Und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenne dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alk. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie 2 gute Freunde. Du und ich. 2 gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Das war ich nicht selbst. Randall, du kannst dich nicht immer mit... Nicht, dass du meinen Geburtstag und mir die... Mann, oh Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu trommeln.
Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle. Nee. Aber gerade nur betrunken. Ach, komm schon. Ihr beide waren schon immer. Sollen wir uns das von irgend... Nennen? Ich meine... Das ist mir scheißegal. Denk doch mal nach. Was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir ja einfach vertrauen. Ja, klar. Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen... Sicher warst du das? Matt. Tja, so sah das aber gar nicht aus. Und ihren Antrag gemacht hat. Wir haben gestern... Ich erschieß mich einfach. Glaub mir, Kumpel. Ich bin dein bester Freund. Halt dein scheiß Maul. Du hast... Alter, ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge, ich weiß es aber noch, als wär's gestern. Ich kann dir das nicht verzeihen. Mann. Am Arsch. Nee. Ich kenn dich gar nicht mehr, Mann. Mach dich bereit, ich blas dich jetzt weg. Nee, ich blas mich jetzt selbst weg. Könnte nicht mit der Schuld leben. Ach, komm schon. Komm schon, Matt. Reden wir. Halten wir ein kleines Schwätzchen und... Oh. Ich würde... Bullshit, ich glaub dir nicht. Mann. Du hast Sally mit meinem Ring einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Sie hat ja gesagt. Ja, das macht mich genauso fertig wie dich. Ich schwöre, ich will's wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Ich rede mit Sally. Bevor oder nachdem du... Okay, weißt du was? Ich verzieh mich. Und was genau? Ehrlich gesagt... Das soll's dann sein. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut... Weißt du, Randall... Das ist alles ganz schön scheiße. Zuerst legst du vielleicht mal die Knappe. Nee, fuck. Ich gebe jetzt nicht nach. Ich habe was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Oh, mir geht der ganze Scheiß langsam auf den Geist. Halt doch die... Ich gehe nirgends hin. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit einem bisschen Bronson. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft. Dafür kann ich die Dezimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche letzten Worte? Guten Morgen! Und falls wir uns nicht nochmal sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ich kann's nicht. Auch ein Filmzitat. Verdammte Scheiße! Ist okay. Komm schon, Alter. Nimm das Ding runter. Jetzt wirft er es und erschießt sich dabei selber. Ich hab's so gewusst. Und er ist wieder tot. Nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Nein! Natürlich. Stehen geblieben. Keine Bewegung, Penner. Dein Arsch gehört mir. Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, die eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks, Sie sind verhaftet. Was? Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ich... Der erste Tag ist der schwerste, das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum. Im Bruchteil einer Sekunde
Du hast nun alle Zeit, um darüber... Knast? Heiliger Odysseus 31. Sieht so... Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der, der berühmteste Insasse hier, der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der Gutmann. Das wird ein... Moment mal. Tja, du weißt schon. Wegen dem, was... Nein, weiß ich nicht. Also spuck's aus. Hab grad... Entspann dich, Mann. Das sind nur so Gerüchte. Gib nichts auf die. Wir sind hier drin doch... Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Ehrlich gesagt... Kopf hoch. Mach... Aber was... Kommt darauf an? Ja, wer... Also, wenn du... Ich sag dir... Ich sag dir, das wird nicht... Ich brauch... Okay. Wird nicht... Oh, komm schon, Mann. Ich grab hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7. Und das ist... Und dagegen kommen meine... Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt... Ach, das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole... Verstehe. Ach, komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Ach, kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist... Naja. Hey, was für... Nichts, nichts. Tja, du könntest... Tut mir leid. Sei doch... Tja. Wie bist du? Ach, ich... Warte. Ich... Super, das ist echt stark. Randall. Okay. Morty? Was machst du? Weißt du, um ehrlich zu sein, fühlte sich... Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Nein, shh. Karl? Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand... Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das? Wow, das ist eine Wasch... Nur ein Glas. Mit einem Loch drin. Ein Waschtab. Der war in der Tasche von der Gefangenenkluft. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Das ist Zitat von den Verurteilten. Schönen guten Morgen, die Herren. Sieh mal einer an. Ich, mir gefällt der Ton nicht. Nein, ich bin kein Frischfisch. Schaut mal, Jungs, wir haben hier eine Kämpfernatur. Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal Protagonist. Ja klar, Junge, du bist der Protagonist. Im Traum vielleicht, auch wenn das... Ja. Vergiss es. Wir... Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute... Ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt... Aber wir haben da schon was dagegen. Wenn du da rein willst... Aber ich sag... Sich... Okay. Entspann... Tut mir leid. Und komm... Ich halt. Da komme ich nicht. Okay, ich muss in die Küche irgendwie. Wie bitte? Vergiss. Keine Zeit. Von hier komme ich nicht raus. Da muss...
Keine. Ich nehme nur den Bezug und. Ich nehme nur den. Sehr viel besser. Okay. Ich glaube, ich mache hier eine Pause. Du solltest nicht. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt ihr bald darauf. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze. Wie mich denn? Momentan dürfen wir... Arnie Carey, Baby. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey, Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Naja. Neuer klingt besser als alter. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Ja, du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Ich krieg eine Gänsehaut. Was habe ich denn nun gemacht? Hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackten Supermarkt überfallen. Ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. Ich geh mal aus dem Teamspeak, ne? Ja, bis bald. Disconnected. Weil es nämlich nervt, wenn er die ganze Zeit labert. Ich hab so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauch Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen. Aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Panzer? Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur grad keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Ich glaube, der Typ... Wow! Du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar. Ich meine, nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Weißt du, der Typ, den du immer beklaut hast? Ich meine, den du immer beliefert hast. Ja? Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher.
Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Schäferlein gekidnappt. Aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Sag nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja, und das Beste ist, der Typ war nicht mal bewaffnet oder so. Der hatte nur ein Ghostbusters Protonenpack auf. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Das Ding, was die ganze Hast du einen Moment für ein ernsthaftes Gespräch? Was gibt's, naja? Hat er mich nur gefragt, ob... Ach nee, das ist wohl eh nichts für dich. Spuck's schon aus, du Pisser. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren und, naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern? Na, keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen? Gegenseitig helfen? Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, komm schon, warte, sei doch nicht so... Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Nein, habe ich noch nicht. Weil der geheim ist. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Genau. Okay, naja, das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Du verscheißerst mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los. Ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir, Zwischenfälle. Scheiße. Und wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß Murray. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenk ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich. Wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt, dann mache ich dir den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Klar, Mann. Ich würde dich nie übers Ohr hauen. Was für einen Sinn soll das nochmal... Was geht ab? Hey! Und wie... Das sage ich dir. Wie ist der Fraß? Arschloch, ich sag doch, das ist kein Fraß. Das ist, naja, Essen halt. Okay, aber da steckt was in deinem Essen. Sieh mal, es bewegt sich. Extra Portion Proteine. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Sieh dir den... Entschuldigung. Treib's. Da steht... Sieh dir den...